You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do... Ich meine, hab ich gesagt? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es eine Fußball-Challenge im eiskalten Hamburg mit meinem Freund, den ich frisch aus dem Dschungel gefunden habe. Ah, es geht. Geil, heute machen wir eine Fußball-Challenge, drei verschiedene Challenges und am Ende gibt es eine Bestrafung. Hoffentlich nicht für mich, weil mein Kobo schon in der letzten Fußball-Challenge sehr weh getan. Fangen wir aber an mit Plattenschießen. Dann auf geht's hier, konnte ich was sehen? Sorry, jetzt geht's ab zurück in den Dschungel. War ja nicht so toll, oder? Ich hab wenigstens das Tor getroffen. Ey, aber Latte? Super. Digga, ich hab richtig Angst, ich hab's dazu angehört. Aber immer an das Tor getroffen. Hey! Warte, chill. Alle chill doch, ich darf auch noch einen Versuch. Ein Versuch habe ich noch. Ja. Fenster auf 12 Uhr, runter! Oh. Jawohl, die Runde geht an mich. Die erste Runde geht an dich. Ja, gut. Also, die erste Challenge geht an unseren Freund aus dem Dschungel. Ja! Ja. Die zweite Challenge ist, sag ich mal, die Manuel Neuer Challenge. Paulinho! Paulinho, wieder Neuer! Also, man muss, ach, wisst ihr was, praktisch, zuguckt einfach zu, was passiert. Neuer hat Schuss. Ey, hab ich so dick, ne? Merkt euch diesen Satz. Ey, hab ich so dick, ne? Oder dass er schnell ging. Gibt's noch zwei Challenges, also. Unser Freund hier müsste jetzt noch eine gewinnen, dann hat er es ganz gewonnen. Oder ich hol noch auf. So, du siehst auch wirklich nichts hier. Okay, super, jetzt bin ich gespannt. Ja, komplettes Sieg! Bandit. Ah, Junge, gib mal kurz den Ball hier. Ja! Oh, geil! Ehrlich? Digga, ich sehe so aus, als ob ich dir gleich eine Bank ausrauben würde, ne? Wow! Ah, Junge, was ist das denn los? Boah, Mann! Das war richtig toll! War der jetzt drin oder nicht? Was glaubst du? Ja, nicht. Also, so wie du humpelst? Ja, da war nicht drin. Toll, die Nintendo. Stopp! Wieder nicht? Junge, er war davor schon drinne. Ehrlich? Ja. Da ich jetzt 3-0 in die Fresse kriege, kann man nicht zu 0 nach Hause gehen, möchte man dann so echt wehtun. Gibt's jetzt noch eine Challenge dazu? Am Ende gibt's keine Bestrafung für mich. Die nächste Challenge ist halt einfach, man balliert, man dreht sich 10 Mal und dann soll man schießen, weil ein mega schwindiges knickt man um und fällt auf die Fresse und sonst was. Das wird was lustig. Blind machen wir das, dann noch besser. Auf geht's, dreh dich mal. Jetzt dreh. 10, go! Schi. Peace up! 8-10. Richtig getan! Ja! 1, 2. Ein bisschen mehr in die Hocke, 8. 9, 10, auf geht's! Gerade, immer gerade. Da? Ja, genau da. Nee, da. Ja, nein, rechts. Also da? Ja, genau. Rechts? Ja. 3. 5. 10, jetzt, geradeaus schießen einfach. Und! Oh nein! Das wäre das Ding. Oh, down.
Genau den treffe ich jetzt hier. Dein dick Ass. Oh. Hier nicht getroffen, leider. Zum Glück. Leider habe ich 3-0 absolut verschissen, aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Folgt gerne meinem jungen Freund Conte auf Instagram. Das ist in dem Video, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Schreibt mir rein, was für nächste Sport ich machen soll. Bis zum nächsten Mal und ciao.